Guten Tag, mein Name ist Wolfgang Kals und ich möchte Ihnen aufzeigen, wie der Geo-Server den Weg in die Cloud gefunden hat. Themen des heutigen Vortrags sind Geo-Server klassischer Ansatz beim Thema Hochverfügbarkeit, die Probleme dabei, dann die Lösung, die neue Lösung Geo-Server Cloud und wie eben der Geo-Server Cloud diese Probleme des klassischen Ansatzes angeht, inklusive Demo. Das ist dann eine technische Demo zum Thema Architektur, Ausfallsicherheit und Skalierbarkeit. Nicht zum Geo-Server allgemein, sondern zu diesen speziellen Cloud-Themen. Und zum Schluss noch der aktuelle Stand des Projekts, in dem wir Geo-Server Cloud einsetzen. Und ein Ausblick über Weiterentwicklung von GeoServer Cloud im Projekt selber oder rund um den Einsatz des GeoServer Cloud. Ein kurzes Wort zu Chemtocamp. Chemtocamp gibt es seit 20 Jahren, hat inzwischen mehr als 110 Mitarbeiter in der Schweiz, in Frankreich und in Deutschland und ist tätig in den Bereichen Geospatial Solutions, Business Solutions und auch Infrastrukturlösungen. Zurück zum Geo-Server. Geo-Server ist ein sehr verbreiteter und seit mehreren Jahren bewährter Kartenserver aus dem Open-Source-Bereich, der auf OGC-Standards basiert, also WMS, WFS, WPS, und so weiter. Auf geoserver.org finden Sie eine sehr gute Dokumentation zum Geo-Server an und für sich. Und der Quellcode, den finden Sie auf GitHub. Wir wollten Geo-Server im Projekt Nexus 18-112 einsetzen. Wie der Name des Projekts schon andeutet, geht es hier um den Empfang von Notrufen und deren Verarbeitung. Sie sehen hier einen Screenshot des Ergebnisses des Projekts Nexus 1812. Es sind vermutlich jetzt für Sie nicht alle Details erkennbar. Sie können sich das so vorstellen, dass in der Einsatzzentrale sehr große Bildschirme vorhanden sind, wo man dann eben doch alle diese Einzelheiten erkennen kann. Im Wesentlichen geht es darum, dass alle Notrufe hier am Beispiel der Stadt Paris dargestellt werden. Links mit allen wichtigen Eigenschaften, sortiert nach Notrufen, die schon in Bearbeitung sind, solche, die neu dazugekommen sind, mit Angabe, ob Menschen in Gefahr sind oder nicht. Und rechts mit der entsprechenden Darstellung auf der Karte. Wo genau in Paris und mit entsprechenden Symbolisierungen bezüglich Dringlichkeit oder Bearbeitungsstand. Für die Kartendarstellung, wie gesagt, wollte das Projekt GeoServer einsetzen. Und aufgrund der Anforderungen, also vor allem der Anforderungen des Projekts oder des Systems für die Notrufverarbeitung bezüglich Ausfall, Sicherheit, besonderen Performance-Anforderungen, haben sich einige Herausforderungen und Erweiterungswünsche für GeoServer ergeben. GeoServer im klassischen Ansatz speichert die Konfiguration seiner Layer, seiner Layer-Stylings und so weiter auf dem Dateisystem. Wenn man nun Geo-Server in einem Cluster betreiben möchte, sprich mehrere Instanzen von Geo-Server betreiben, um eine bessere Performance hinzukriegen
oder auch um die Auswirkungen von Ausfällen zu minimieren. Ist es dann eine Herausforderung, dass die Konfiguration, die man für die Layer etc. gewählt hat, dass diese Konfiguration synchron bleibt, sprich, dass alle Instanzen von GeoServer auf der gleichen Konfiguration basieren und dass Änderungen in der Konfiguration auch sehr zeitnah an alle Instanzen weitergegeben werden. Es gab dabei durchaus Projekte, die das implementiert haben, aber immer sehr projektspezifisch, was dann wiederum eine Herausforderung ist für den Betrieb, bei Migrationen, für die Überwachung. Und das ist halt demzufolge ein Bereich, der noch im eigentlichen GeoServer noch nicht so direkt adressiert wurde. Skalierbarkeit habe ich eben angedeutet. Sie können mehrere Instanzen von GeoServer starten. Hier ist allerdings das Problem, dass Sie können den ganzen GeoServer mit all seinen Diensten mehrfach starten oder halt nur einmal starten. Aber Sie können nicht wählen, aktuell können Sie nicht sagen, Sie brauchen eine höhere Leistung für die WMS-Dienste zum Beispiel. Und diese Einschränkungen sind demzufolge ein Problem für das Projekt Nexus mit seinen höheren Ansprüchen an Ausfallsicherheit, an Performance, da logischerweise die Notrufe sehr schnell dargestellt werden müssen und bearbeitet werden können, sollen. Und auch die betrieblichen Anforderungen sind sehr hoch, dass die Lösung also sehr gut und gezielt überwacht werden kann. Deswegen wurde in diesem Projekt ein Microservice-Ansatz für GeoServer implementiert. Sie sehen jetzt eine erste Demo dazu. Microservices bedeutet, dass die verschiedenen Dienste, die GeoServer anbietet, als einzelne technische Elemente angeboten werden. Hier als Pods in einem Kubernetes-Cluster. Sie sehen hier die Liste aller Pods, die in diesem Kubernetes-Cluster des Nexus-Systems aktuell laufen. Zu jedem kann man auch die Konfiguration einsehen des Pods. Hier zeigen wir die Konfiguration des Gateways, der eine besondere Rolle spielt, da der Einstiegspunkt ist zu allen weiteren GeoServer-Dienste. Die Dienste, die Sie vielleicht schon eher kennen, wie WFS, WMS und so weiter. Der Gateway ist der gemeinsame Einstiegspunkt für all diese und das Routing zum tatsächlichen GeoServer-Dienst passiert dann über den URL-Pfad. In der Demo haben wir jetzt nun einen Port geöffnet für den Zugriff nach außen. Diesen können wir entsprechend im Browser aufrufen und kommen dadurch via Gateway auf die klassische GeoServer Administrationsbenutzerschnittstelle. Bezüglich Konfiguration der Layer und Layer Stylings und so weiter, nun ebenfalls eine kurze Demo von dem, was technisch umgesetzt wurde. Für den Ansatz der GeoServer Microservices sind wir zum Schluss gekommen, dass es zweckreich ist, die Layer in der Datenbank, also die Layer-Konfiguration in der Datenbank zu speichern. Sie sehen hier, wie das konkret aussieht. Auf der rechten Seite haben wir jetzt den Datenbank-Server-Port publiziert. Auf der linken Seite greifen wir jetzt mit PSQL auf die Datenbank zu. In diesem Fall eine PostgreSQL-Datenbank, aber es könnten auch andere Datenbankserver sein. Und Sie sehen hier, dass in diesem Datenbankschema
Tabelle für Layer-Style und so weiter angelegt wurden. Nun haben Sie in diesen zwei kurzen Demos zwei wesentliche Elemente des GeoServer-Microservices-Ansatzes gesehen, schematisch dargestellt und zusammengefasst. Entscheidend ist, dass die GeoServer-Dienste als Microservices zur Verfügung gestellt werden. Das heißt, dass sie 0 bis n Pods vom WFS haben, analog für die weiteren Dienste, WPS, WMS und so weiter. Ebenfalls entscheidend für den Microservices-Ansatz ist, dass die Konfiguration der Layer in der Datenbank gespeichert ist und so für alle Microservices zur Verfügung steht. Und zwar erfolgt die Synchronisierung, also dass jeder Microservice den aktuellen Stand der Konfiguration beinhaltet, erfolgt die Synchronisierung via einer Message-Oriented Middleware-Komponente. Diese können Sie in verschiedenen Technologien implementieren. Im Nexus-Projekt wurde das mit RabbitMQ umgesetzt. Nun, ich komme kurz zurück zu den Zielen vom Nexus-Projekt bezüglich Einsatz des Geo-Servers, die im klassischen Ansatz noch nicht ausreichend erreicht werden können. Das waren Ausfallsicherheit, Skalierbarkeit und der vereinfachte Betrieb in einer Cloud-Umgebung. Inwiefern dient jetzt der Microservices-Ansatz der Erreichung dieser Ziele? Die Ausfallsicherheit ist wesentlich höher durch diesen Ansatz, da der Ausfall einer der Dienste, zum Beispiel der grafischen Fläche in der Administration, dort wo Sie neue Layer definieren können oder deren Eigenschaften ändern, wenn es dort einen technischen Fehler gibt, vielleicht aufgrund eines Updates und dies nicht mehr zur Verfügung steht, hat das keinen direkten Einfluss auf die anderen Services. Sprich, WMS, WFS und so weiter laufen ungehindert weiter, auch wenn es einen technischen Fehler gibt in der Komponente für die grafische Oberfläche der Administration. Ebenso natürlich bei den anderen Services. Funktioniert der WFS-Dienst nicht mehr, hat das erstmal keine Beeinträchtigung des WCS oder des WFS und so weiter. Die Skalierbarkeit ist ebenfalls deutlich besser als im klassischen Ansatz, da Sie hier die Dienste einzeln dimensionieren können. Wir sehen da gleich eine kurze Demo dazu. Die Skalierbarkeit ist auch dadurch sicherer, dass die Konfiguration zuverlässig aufgefrischt wird via den verschiedenen Instanzen. Sprich, wenn Sie neue Instanzen hinzufügen, einzelne Dienste, wird durch das System sichergestellt, dass die Konfiguration aktualisiert wird in die neuen Instanzen, ohne dass Sie dafür noch aus betrieblicher Sicht etwas machen müssten oder speziellen Code schreiben müssten. Der Betrieb wird dadurch vereinfacht, dass der Geo-Server, wenn er schon einem Microservices-Ansatz folgt, auch besser in einer Cloud-Umgebung deployed werden kann und auch die einzelnen Dienste gezielter überwacht werden können. Der Betrieb kann so gezielt ein Monitoring zum Beispiel auf das WCS richten, gezielt deren Logs überwachen, wenn WCS vielleicht eine kritische Komponente ist bei Ihnen als Beispiel und ohne Vermischung dann mit den anderen Diensten.
Wie versprochen, nun eine kurze Demo zur Ausfallsicherheit. Es folgt dann auch eine Demo zur Skalierbarkeit. In der Demo werden sich jetzt diese beiden Ansätze ähneln. Die Ausfallsicherheit bedeutet, dass wenn manche Dienste nicht mehr zur Verfügung stehen, die anderen nicht beeinträchtigt sind. In unserer Demo sehen Sie jetzt als Simulation, werden wir jetzt eine der Dienste entfernen. Zuerst haben wir aufgelistet, welche Pods laufen gerade. Nun werden wir dem Cluster sagen, dass vom WCS-Dienst nur noch 0, also dass keine Pods verbleiben sollen. Nur als Simulation eines Ausfalls des WCS. Nun schauen wir nochmal, welche Pods verbleiben nach diesem Befehl. Sie sehen, WCS ist terminating, steht nicht mehr zur Verfügung für Benutzeraufrufe. Die anderen Dienste hingegen sind nicht tangiert. Um zu zeigen, dass man weiterhin auf die Geo-Server-Dienste außer WCS zugreifen kann, öffnen wir wiederum einen Port für den Zugriff nach außen. Und sehen jetzt im Browser, dass wir weiterhin auf die gewohnten Dienste des Geo-Servers zugreifen können. Demo der Skalierbarkeit. Der Ansatz ist jetzt ähnlich, außer dass wir jetzt zeigen wollen, dass wir durch einfache Befehle in der Kommandozeile weitere Pods hinzufügen können. Dieses Mal wieder am Beispiel des WCS-Dienst. Nehmen Sie an, dass der WCS-Dienst eine sehr hohe Last hat aktuell im System und dass Sie merken, dass es sinnvoll wäre für eine bessere Performance, dass Sie weitere Ressourcen für den WCS-Dienst zur Verfügung stellen. Dies haben wir mit dem ersten Befehl schon erreicht. Wir haben jetzt 3 Pods definiert für den WCS-Dienst. Statt nur einem. Sie sehen, dass 2 zusätzliche gestartet wurden seit ein paar wenigen Sekunden. Sie sind noch nicht aktiv benutzt. Nun sehen wir, es kommen beim zweiten kommen schon Benutzeranfragen und er ist aktiv benutzt. Analog können Sie das natürlich auch mit allen anderen Diensten machen. Es wird hier in der Kommandozeile gezeigt. Selbstverständlich gibt es auch grafische Oberflächen in Werkzeugen wie zum Beispiel OpenShift, die auf solch einem Kubernetes-Cluster aufbauen. Zum Abschluss der Demo sehen Sie nun, dass tatsächlich der WCS-Dienst in den verschiedenen Instanzen bereitstellt und ansprechbar ist. Wir kommen zum Schluss. Der aktuelle Stand des GeoServer Cloud ist, dass er von Camp to Camp fertig entwickelt wurde und der GeoServer Community übergeben wurde. Sprich, er ist jetzt vollständig Open Source und Bestandteil der Community von GeoServer. Er ist einsatzbereit in einer Version 1.0 Meilenstein 2. Er ist noch nicht in Produktion bei Nexus. Er ist im Pilotbetrieb und soll voraussichtlich Ende Jahr in einem ersten Departement von Frankreich produktiv gehen und dann im Frühling bei allen weiteren Departements. Das Nexus-Projekt ist im Kubernetes Cloud implementiert. Sie können dieses Werkzeug aber auch mit Docker Compose oder Docker Swarm verwenden. Das wurde auch getestet. Ein kurzer Ausblick. Wichtig für das Nexus-Projekt ist, dass wir Erfahrungen im produktiven Betrieb sammeln können. Wichtig für GeoServer Cloud insgesamt ist, dass es noch weitere Anwendungen geben wird, weitere Projekte, weitere Community-Beiträge. Wir hoffen sehr, dass Sie auch
einen Anwendungsfall haben für GeoServer Cloud und hoffen, dass dieser Beitrag Sie animiert dazu und Ihnen hilft, das einzusetzen, und sind gespannt auf den Erfahrungsaustausch in der Zukunft und auf weitere Beiträge in der Community. So, hiermit komme ich zum Abschluss und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Thank you.